Hallo. Ja, ich lebe noch nach dem Zitronen-T-Shirt-Attacke Do-It-Yourself-Ding. Ja, das T-Shirt stinkt immer noch, nachdem es gewaschen wurde. Ich weiß auch nicht. Ich denke mal, das liegt an dem Primark-Stoff, chemische Färbung und dann die Konsistenz oder diese Reaktion. Also das hat so gestunken. Ja, ich weiß auch nicht. Aber cool sieht's ja aus. Ja, also ich lebe noch, ich habe meinen Geburtstag überstanden. War ein sehr, sehr ruhiger Tag. Abends war ich dann noch mit meinen Mädels was trinken. War sehr, sehr schön. Und jetzt wollte ich euch mal kurz zeigen, was ich mir vom Geburtstagsgeld gekauft habe. Also das Größte, was ich gekauft habe, ist die Kamera, mit der ich jetzt gerade filme. Ich habe mir eine neue Spiegelreflexkamera gekauft. Weil, ja, meine alte, die habe ich verkauft und ich wollte halt jetzt eine neue haben. Und ja, das ist jetzt die Canon 600D mit diesem schwenkbaren Display, aber die fokussiert nicht automatisch, wenn man jetzt mal guckt. Aber da muss man ja halt ein bisschen zurechtschneiden und so. Und ja, ich habe Douglas-Gutscheine noch bekommen und da habe ich mir jetzt drei Sachen schon gekauft. Und zwar habe ich mir ein Kajal gekauft. Ich wollte gerne mal so ein schönes, ja, bläulich, also jetzt nicht so krass blau, sondern so ein bisschen heller für den Sommer haben. Und da habe ich mir den Kohl-Kajal von Lancôme in der Farbe Curaçao gekauft. Das wäre der hier, Format. Ja, den habe ich mir gekauft. Sehr, sehr schön. Ich habe damit auch schon großflächig also einen breiteren Lidstrich gemacht und dann halt noch einen schwarzen Lidstrich drüber gemacht. Und der ist sehr, sehr schön. Der. Dann habe ich mir einen Essilack gekauft, den ich auch gerade drauf habe. Das ist der Angora Kadi. Und ich liebe, 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 liebe ja die Essilacke. Und den habe ich Freitag lackiert und der ist heute eigentlich immer noch recht gut. Dafür, dass ich hier so scheiß Nägel habe. Und wie soll es auch anders sein? Ich habe mir natürlich ein Parfüm gekauft. Ich war am Überlegen, welches ich mir hole. Habe mich mal wieder durchgeschnuppert. Und nach öfterem in der Hand haben, über einen längeren Zeitraum, habe ich mich jetzt für das Viva la Juicy Juicy Couture entschieden. Ich fand das am Anfang immer so, nicht so mein Fall. Und das muss man aber ein bisschen wirken lassen, dann riecht das sehr, sehr toll. Und ich bin echt verliebt in den Duft. Das ist so ein typischer Mädchen-Frauen-Duft. So typisch. So wie die Verpackung aussieht, so ist es auch. Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Ja, das wären jetzt so die drei Sachen, aber ich denke mal, es wird wohl noch was kommen. Klamotten habe ich auch noch was gekauft, aber das mache ich dann in einem extra Haul-Video. Und jo. Dann wollte ich mich nochmal ganz lieb bedanken bei allen, die mein Magen knurrt, die mir zum Geburtstag gratuliert haben auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube. Und dann haben ein paar YouTuber mir ein ganz, ganz tolles Geburtstagsvideo gemacht. Das kann ich mal euch unten verlinken, obwohl das ja echt schon vorbei ist, aber ich finde das so, so süß. Und ich habe echt geweint. Bin ja eine Memme, ne? Ja. Ja, das war's dann. Gut, dann kommt die Tage in ein Haul-Video bestimmt nochmal. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.